Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fizzy Beast Win Fantasy zusammen mit dem Pascal. Hi. Hallöchen. So, hier ist doch wieder. Die Chests habe ich schon mal aufgestellt. Ich dachte mir, das könnte Später. ich schon mal machen. Jo. Und dann würde ich. Naja, die Kopperzeugs und alles muss natürlich noch eingeschmolzen werden. Kopper und vor allem natürlich auch Tinnen. Das mache ich halt als nächstes, weil im Moment ist halt noch Eisen drin, das seht ihr ja. Ich habe auch schon wieder einen Block rausgenommen. Und ich überlege, toll, wieder Nacht, weißt du? Da willst du gerade was machen? Nee, da wird's ja Nacht. Naja, Moment, ich schlaf schon wieder. Lol. Okay. Das ist immer sehr freundlich von Pascal. Nee. Stimmt, hast recht. Da muss ich dir natürlich recht geben. Ja. Ist natürlich die Frage, wie kann man das noch schöner machen? Man könnte natürlich jetzt noch sagen, hier ist noch so ein bisschen Dirt dran. Dran. Dann sieht das auch etwas schöner aus. Was soll dann später irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht die Natur so sehr zerstören, aber irgendwie soll es dann später schon nach einem geilen Haus aussehen, um ehrlich zu sein. Irgendwie nicht. Jetzt mal gucken, wie meins bis jetzt aussieht. Du bist relativ nah dran, oder? Ja. Ja, da ist sie es, ja. Es wäre natürlich ob sie fallen gut, aber habe ich nicht. Okay, das ist eigentlich ziemlich geil. Du machst dann auch so einen fetten Keller, oder wie machst du das? Ja. Okay. Ja, meine Häuser sind irgendwie immer gleich ausgefüllt. Meine auch. Nur vom Keller werden ja halt immer richtig unterschiedlich irgendwie. Also was heißt unterschiedlich, aber halt manchmal so total überdimensioniert riesig. Ja. Ich fand irgendwie, das ist total schade gewesen, weil bei Fizzy Beast Light dieses. Ich finde irgendwie Tinkers Construct ist so eine der geilsten Mods, die so jetzt nicht so viel am Spiel verändern. Und? Halt nur bessere Werkzeuge im Endeffekt. Mir fehlt ein Wolle, so ein Wolle. Ja, sicher, wofür denn? Ah, ich mach mir Elevator, damit ich keine Treppe nehmen Ach muss. Ach ja, die funktioniert aber mit Level, oder? Ja, ist doch egal. Ja, in der Essenskiste sind 35 Wolle. Okay. Okay, das ist natürlich schon geil, so ein Elevator, den könnte ich eigentlich auch mal machen. Aber da brauche ich eine Enderperle, wie viel habe ich denn da? Ich glaube eine oder zwei habe ich. Eine? Ja, man braucht einen dafür. Eine Enderperle braucht man dafür. Und 8 Wolle. Wo? Ich habe 2 Enderperlen hier in der Kiste. Hier in der? Ja. Dann ein. Ja, dann kannst du ja 2 Elevator machen. Und 2 brauchst du für einen Auf- und Abstieg. Jan? Ja. Ja, ich hab's gehört. Aber ich will es irgendwie nicht verschwenden. Egal. Ist egal. Ja, es ist ja auch nicht so sonderlich viel, aber. So. Wir sollten die groß von meinem Keller werden. 4 groß. 1, 2, 3, 4. So. So. So, freilich. Freilich? Ja, ja freilich. Jetzt sehe ich aber gar nichts mehr. So, jetzt Stonehammer. Kommt da eine oder zwei raus? Wahrscheinlich einer, oder? Jo, einer. Reicht auch. Ist wahrscheinlich ein bisschen unnötig teuer jetzt gewesen, aber... Who cares? Ich möchte auch mal die geilen Sachen bauen. Hast du jetzt so ein Dings gebaut? So ein Elevator? Nee. Oh, ich dachte... Hey, wie funktioniert denn das Ding? Muss ich da irgendwie einen Schlauch dran anschließen? Bestimmt muss ich da irgendwie so eine Wasserpipe dran anschließen, könnte ich mir vorstellen. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ich
Bestimmt irgendwie sowas. Ich stell dir mal irgendwie hier irgendwo ab. Macht das? Stell jetzt hier oben drauf ab. Oder wir müssen nur bepowert werden. Das kann auch sein. Du hast noch keine Powerquelle, ne? Nee. Ich habe halt erstmal die Tinkers Construct Forge gemacht. Ja. Dann kann ich nämlich fürs erste auf eine Powerquelle verzichten. Und habe trotzdem meine Erze verdoppelt. Joa, das ist auch gut. Dann kann ich da wenigstens drum rumlaufen, so. Sieht auch nicht ganz kacke aus. Was hast du denn gemacht? Ich baue gerade so ein kleines Wittrichswasser. So, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach nur bepowert werden müssen. Oder es muss wirklich eine Wasserquelle dran angeschlossen werden. Das wäre natürlich ärgerlich. Weiß schon, was ich für eine Energiequelle haben werde. Oder sehe ich die Partikel einfach nur nicht? Komisch. Was willst du später machen? Na, erstmal mache ich auch eine Smeltery. Jo. Dann muss ich mal sehen. Werde ich versuchen, mir Energie zu machen. Jo. Ja. Ah, hier. Ja, so ein Elevator wäre schon nicht schlecht. Hat schon auf jeden Fall Swag und Style. Hatte ich, genau da ist noch Glas. Noch Glas. So. Den Hammer habe ich ja repariert gehabt. Der Raum, da muss ich noch nach hinten ein ganzes Stück weiter bauen, wenn hier. Weil hier habe ich irgendwie vorgehabt, die Smeltery hinterher reinzustellen. Da muss der Raum aber noch ein ganzes Stück größer werden. Und wenn später krasse Maschinen, Zeugs und sowas kommt, wird echt heftig. Holzboden reinmachen ist immer so ärgerlich. So viel Holz, was da drauf geht. Ja. Da werde ich mir wahrscheinlich in nächster Zeit auch mal eine. Ach, wenn man so ein kleines Haus hat wie ich, dann ist das ganz okay. Eine MJ-Quelle machen. Weil hier RF heißt ja hier. Sieht doch schon mal viel wohnlicher aus, so. Jetzt mal hier noch eine richtige Wand rein. So, Moment hier mal, so. Die kommen nach ganz oben. Dann stellen die nicht so sehr. Wahrscheinlich kommen da später einfach Lampen hin. Aber für den Moment ist es eigentlich so. Nein, die Elevator brauchen keine Level. Nicht? Mhm. Okay. Ja, manche haben die Level gebraucht. Ja, ich glaube. Bei Ticket war das. Das kann gut sein. Ja, ich habe Ticket von einer Zeit lang gespielt und da war das auf jeden Fall so. Und bei Attack of the B-Team war es auch. Nein, bei Attack of the B-Team war es nicht. Da bin ich mir fast aber sicher. Also in der Version, in der ich gespielt habe, auf jeden Fall nicht. Ich habe nämlich bei dem YouTuber gesehen. Der hatte auch so einen Elevator. Bei dem war es mit Leveln. Kann ich auch natürlich vertun, aber. Nö, ja, kann sein, das ist wirklich so. Was hier noch halt total gut gewesen wäre, wäre der Morph-Mod. Das stimmt. Das wäre echt noch sinnvoll gewesen. Das wäre noch, das Tüpfelchen auf dem I-Punkt gewesen. Oder wie sagt man? Nein, nein, nein.
1, 2, 3, 4, 5. So, MC Hammer. Aber ich halt mit der Hand ab. Oder mit dem Hammer. Die Axt habe ich dir weggetan? Nee, die habe ich sogar noch drin. 3, 4, 5. Oh, so. Wie groß ist denn der Raum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus die Wand. Also 10 mal 10 Minimum, würde ich sagen, für die Smash, wie damit da noch für andere Sachen vielleicht Platz drin sind. 10 mal 10? Blöcke. Okay. Nur für die Smeltery halt. Ja, ja. Weil, muss die einen 3x3 Grundriss haben oder kann das auch größer sein, der Grundriss? Ja, das kann auch größer sein, aber... Weil Höhe weiß ich ist variabel, aber Grundriss wusste ich halt nicht. Boah, mit Lack bin ist ich, echt bin, krass. Bin ich mir nicht so sicher. Ich kann es ja ausprobieren. Das Hund habe ich ja mal MC Hammer. So. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist halt in der Mitte keine Flacke, Fackel. Ist aber auch in Ordnung eigentlich. Ich muss immer dran denken, nach und nach hier immer wieder Kupfer nachzulegen. Aber ich fühle irgendwie schneller nach, als ich das Eisen ablassen kann. Oh shit, ich sehe nichts. Muss dann unbedingt mal diesen Block hier rausholen und dann den anderen direkt hinterher. Sonst habe ich hier gleich richtig. Boah, 70 Iron Ingots sind da noch drin. Das war ein Stack, glaube ich, den ich reingepackt hatte. Nur das eine Stack kommen ja dann schon 128 Stück. Ist ja auch nicht gerade wenig. Ja, die Workbench kann weg. Also, das mit dem Hammer ist echt geil. Den hätte ich echt in unserem einen Fete Beast Projekt brauchen können. Wo ich, glaube ich, 3 Stunden diesen Schacht für den Atomreaktor ausgeschachtet habe. Hm. Fabi, brauche ich auch kaum Kohle in diesem Modpack, weil hier die Solarpanels, die höherwertigen, nicht mit Kohle gebaut werden. Ach, du hast Solarpanels? Nee, aber die späteren werden dadurch nicht. Die späteren werden wieder mit Uran gebaut, wie es bei Direwolf mal der Fall, bei Minecraft der Fall war. Wo du irgendwie 128 Uran Dingen brauchst. Für ein Solarpanel. Das ist viel. Das ist sehr viel, ja. Ja. Ich habe vielleicht 10 Stück oder so oder 20 gefunden bis jetzt. Kann ich ja eigentlich gerade mal nachgucken. Also hier drin sind 7. 7 plus 2. Also im Endeffekt 9. Das ist ja nicht wirklich viel. Aber du musst halt bedenken, später kriegst du halt richtig schnell, wenn du eine Query hast. Da geht das schon relativ flott. So. Jesus ist schon wieder versteckt. Boah, ich muss unbedingt mich drum kümmern, dass ich hier. Das Zeug verarbeitet krieg. Da muss ich mich echt drum kümmern jetzt. Okay, das geht natürlich relativ flottig. Flottig geht das. Aber so eigentlich nimmt schon irgendwie sichtlich Gestalt an. Finde ich. Zumindest bei mir. Oh, komm doch schneller ab, sonst habe ich gleich echt ein Problem hier. 108 Copper Ingots drinne. Wo drin? In meiner Smelche sind 100, 108 Copper Ingots. Plus nochmal ein paar Iron Ingots. Hm. Ich muss jetzt immer alle ablassen. Am es besten mache ich mir Glock, zwei ne? Drains. Redstone Clock. Ja, ja. Ja, die gibt es. Aber du musst relativ viel Steine verschmelzen. So so Grundplatten sind das. So Platinplatten. Wie heißt denn das? Ich glaube einfach nur Clock. Oder Timer. Timer, glaube ich.
Ich tu mal das Da, Zeug ja, weg. ich hab's gesehen. Ist irgendwie Platz weg hier Ach alles. ja, ich sehe es. Das stimmt. Boah, 126 Copper Ingots. Habe ich in der Smeltery drinne. Iron Ingots. Okay, dann muss ich die nochmal rauslassen. Dann kann ich 128 Copper Ingots rauspacken. Das war's an der Stelle aber auch für diese Folge. Ich hoffe natürlich immer, dass es euch gefallen hat. Bis dahin viel Spaß. Tschüss. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.